Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, unserem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder Challenges, die wir erfüllen möchten und das Ganze heute das erste Mal mit Facecam. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall Football Stars selbst vorbei, nehmt an der Challenge teil und habt die Chance auf coole Preise. Würde ich mich drüber freuen, auch Instagram und so sind da auf jeden Fall verlinkt. Checkt das aus, auch meine Social Media Links könnt ihr da unten gerne in der Videobeschreibung mal abchecken. Der Like aber auf das Video das Wichtigste. Packen wir mal 200 Likes, das wäre richtig, richtig nice. Also einfach mal einen Daumen da lassen, es wäre ziemlich cool. Die Auswertung, naja, wir vermeiden das diese Woche mal, weil das lief mal wieder nicht so klasse bei mir, aber vielleicht ja diese Woche mit der Bundesliga. Es gibt diese Woche nur Bundesliga-Challenges und ich denke mal, wir werden da was ganz Cooles bei rumbekommen. Zumindest hoffe ich das und ich würde sagen, deswegen gucken wir uns die direkt mal an. Die erste Challenge, die wir teilnehmen, ist das Defensivspiel zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Freitagabendspiel, das heißt Topspiel in der Bundesliga. Beziehungsweise, naja, Einleitungsspiel in gewisser Weise auch, wenn ich nicht verstehe, wie Gladbach am Freitagabend spielen kann, wenn sie Champions League spielen. Ist eine andere Geschichte. Garantiertes Preisgeld 400, maximales Preisgeld 800, 20 Millionen Budget, 1-2-1, also 4 Spieler, 2 pro Mannschaft, die meisten Ballaktionen. Und wir haben, ja, wenn wir in Top 3 sind, auf jeden Fall was gewonnen. Das ist doch ganz nice. Ich mach mal eben die Mannschaft und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon mit der fertigen Challenge. Jan Sommer, Yannick Westergaard, Niklas Stark und Mitchell Weiser im Mittelfeld. Wir haben ja defensiv das Ganze aufgestellt. Normalerweise müsste Weiser als Verteidiger gelistet sein. Ist er aber nicht, deswegen können wir darauf nicht zurückgreifen. Ich habe Sommer ausgewählt, weil ich glaube, dass Sommer ja der mitspielende Keeper ist im Vergleich zu Jarstein. Davor dann Westergaard, weil ich glaube, dass Westergaard wieder in den letzten Wochen hat er sehr gut gespielt. Ich glaube, er wird wieder sehr gut spielen, wenn er spielt, was ich sehr stark hoffe, weil ansonsten wäre das eine ziemlich blöde Geschichte. An sich haben die natürlich viele Innenverteidiger, aber Christensen ist anscheinend auch verletzt und ich hoffe einfach, dass er spielt und von daher passt das dann schon. Yannick Stark dann, nee, Niklas Stark, ne? Nicht Yannick Stark. Niklas Stark dann daneben. Ich musste mich entscheiden in der Hertha-Defensive und die sind entweder alle angeschlagen oder halt nicht so stark und Stark ist halt stark und deswegen habe ich ihn reingenommen. Glaube, dass der als Innenverteidiger einige Aktionen haben würde. Mitchell Weiser im Mittelfeld ist in den letzten Wochen für mich der beste Herthaner, gar keine Frage, ist in unglaublicher Form und wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine klar, es gibt ein Skjelbred, Haraguchi ist hier glaube ich als Stürmer gelistet bei Football Stars. Es gibt noch einen Lustenberger. Ne, hatte ich gerade, ne? Ne, Lustenberger, es gibt Skjelbred. Stocker und Darida können beide nicht. Alan, Hegeler, Duda. Ich bleib bei Weiser, weil der wird spielen und der wird wieder gut spielen. Deswegen passt das schon. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir eure auf jeden Fall in die Kommentare. Hertha BSC Gladbach, mein Tipp am Freitagabend. 2:2. Und als zweites gibt es dann noch den Silberfuchs. Und zwar ist es auch wieder eine Top-3-Challenge. Das heißt, die besten 3 werden hier ein Preisgeld bekommen. Mindestens 200. Teilnehmergewinn sind 50. Also im Endeffekt genau die Hälfte, von dem wir gerade gemacht haben. Aber auch eine andere Formation. 1-2-2-2. Nur Spieler, die älter sind als 29 Jahre. Kein Budget, aber die komplette Palette. Kleiner Freestyle. Der Bundesligaspiele an diesem Wochenende. Das heißt, sehr, sehr interessant. Ich mache mal eben meine 11, beziehungsweise ich mache mal eben meine 7 Spieler. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir meine 7 Spieler. Das ist ein bisschen kontrovers, ich weiß, aber ich erkläre es euch. Adler im Kasten spielt gegen den BVB. Hamburg ist gegen den BVB immer stark. Und selbst wenn sie nicht stark sind, wird Adler, denke ich, ein gutes Spiel haben, weil er viele Bälle von Dortmund halten wird, weil Dortmund nicht alle Dinger reinmachen wird. Von daher denke ich mal, dass der eine ganz gute Bewertung bekommen wird. Letztes Spiel war er nicht so stark, ich hoffe, dieses Spiel schon. Dann Philipp, ich hätte auch Neuer nehmen können, aber höchstens 2 pro Verein waren es, glaube ich. Nee, war es gar nicht, oh. Habe ich gedacht. Naja, aber selbst wenn hätte ich Neuer, glaube ich, nicht reingenommen, weil ich nicht glaube, dass Neuer so gut spielen wird gegen Hoffenheim. Ich glaube, der kassiert. Und bei Adler, ja gut, der wird auch kassieren, aber ist ja auch egal. Philipp Lahm auf jeden Fall, defensive Bayern, für mich immer noch einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja, so ein Routinier und der wird wieder eine gute Partie absolvieren. Naldo, wenn er spielt, ich hoffe, dass er spielt, ich kann mich täuschen. Schalke-Fans, wenn ihr da seid, schreibt es mir in die Kommentare. Sie spielen zu Hause gegen Bremen. Das heißt, er wird aufgrund seiner Vergangenheit bei Bremen nochmal ein Stückchen motivierter sein. Und Schalke war zuletzt zu Hause echt stark und Naldo eigentlich auch. Von daher glaube ich, dass wenn Naldo spielt, er auch einen ziemlich guten Job machen wird. Die Frage ist nur, wird er spielen? Weil die haben an sich mit Hövedis und Nastasic ein Innenverteidiger-Duo, was sehr gut funktioniert. Also Schalke-Fans, schreibt mir in die Kommentare, glaubt ihr, dass er spielt oder nicht? Ansonsten würde ich Naldo nämlich glatt noch ersetzen. Die Frage ist halt nur mit wem. Und dann würde ich fast schon Abraham nehmen. Abraham hatte ich erst drin. Der spielt gegen Köln. Das ist auch eine Aufgabe. Aber da war die letzten Spiele echt. Ich packe ihn gleich mal rein, weil ich glaube halt, dass Nastasic und Hövedis spielen werden. Bin mir aber auch nicht sicher. Schreibt sie auf jeden Fall trotzdem noch mal in die Kommentare. Wird Naldo spielen oder nicht? Pack jetzt Abraham rein, weil ich glaube, dass Abraham, der war die letzten Wochen so gut und Frankfurt auch. Und ich glaube, Frankfurt-Köln wird unentschieden ausgehen. Und von daher, wer weiß. Mittelfeld dann, was haben wir denn hier? Glückwunsch, 20. Challenge. Hier, das ist ja geil. Ich krieg ein paar Fußbälle dazu, das ist schön. Arjen Robben im Mittelfeld dann noch dazu.
Die Sache ist auch bei dem wieder, bei Bayern das Problem, wird er spielen oder wird er nicht spielen? Nur, es gibt viele coole Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Aber bei den Teams, bei denen ich glaube, dass sie gewinnen werden, gibt es keinen, bei dem ich sagen würde, okay, er wird definitiv spielen. Ich schwanke zwischen Alonso und Robben, aber das können halt beide, es könnten beide spielen, es können auch beide nicht spielen. Ist aber ein Top-Spiel, deswegen glaube ich, dass Robben schon spielen würde. Er hat auch gegen PSV zumindest halbwegs Schonung gehabt. Schreibt mir auch da eure Meinung, eure Kommentare. Matze Lehmann bei Köln, so ziemlich Kapitän, beziehungsweise absoluter Leader. Auch ein sehr guter Spieler in meinen Augen, sehr erfahrener Spieler. Spielt gegen, Frankfurt, wie gesagt, glaube ich, hat unentschieden ausgeht, aber ich glaube trotzdem, er wird gut spielen. Ibisevic habe ich auch unentschieden getippt bei Gladbach gegen Hertha, aber netzen tut er ja normalerweise immer. Da schwanke ich noch zwischen Raphael und Ibisevic. Raphael hat jetzt in der Champions League das erstmal wieder gespielt, ist wieder fit, aber Ibisevic ist mehr der Goalgetter. Die Sache ist auch, dass Hertha zu Hause spielt, deswegen glaube ich, dass sie gewinnen könnten sogar. Und wenn sie gewinnen, trifft Ibisevic wahrscheinlich, deswegen habe ich den da drin. Man könnte auch Ibisevic und Raphael nehmen, aber dann könnte ich Gomez nicht reinnehmen. Und ich glaube, Gomez spielt zwar gegen Freiburg, bei dem ist der Knoten ein bisschen geplatzt. Im Pokal und in der Liga. Und ich hoffe und glaube deswegen, auch weil Wolfsburg langsam mal muss, auch wenn Freiburg zu Hause stark ist, dass Wolfsburg da tatsächlich gewinnen wird. Das ist mein absoluter Random-Pick der Woche und dass Gomez eine Bude macht. Meine Tipps an sich, Hertha gegen Gladbach, 2-2 habe ich schon gesagt, Bayern gegen Hoffenheim, 2-1, knappe Geschichte auf jeden Fall. Hamburg gegen Dortmund, 0-1, das wird auch eine knappe Geschichte, wie immer eigentlich. Leverkusen-Darmstadt, ich glaube Leverkusen schießt sich ein bisschen raus aus der Krise, ist aber auch dringend notwendig, 2-0 für Leverkusen. Ingolstadt gegen Augsburg, auch eine enge Geschichte, 50-50-Spiel, Augsburg ein bisschen besser drauf, aber Ingolstadt spielt zu Hause und da waren sie zuletzt gegen Dortmund auch nicht so schlecht, 1-1. Freiburg gegen Wolfsburg. Wie gesagt, mein Random Pick der Woche, 1-2 für den VfL. Frankfurt gegen Köln, habe ich auch schon gesagt, wird unentschieden in meinen Augen ausgehen. Modest wird knipsen, auf der anderen Seite wird... Ja, wer wird knipsen? Das ist die große Frage. Aber ich glaube, irgendwer wird es machen. Vielleicht Fabian, vielleicht Husti. 1-1 auf jeden Fall. Leipzig gegen Mainz, ganz, ganz spannende Geschichte. 2-1 für Leipzig und Schalke gegen Werder Bremen. Tut mir leid, liebe Bremer. 2-0 für Schalke, weil die momentan zu Hause so stark sind und ich glaube, dass die das auch fortsetzen werden und jetzt sich immer weiter unten rausarbeiten und kämpfen werden. Ist nur meine Meinung. Ihr könnt mir gerne eure Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 200 Likes sind, wie gesagt, richtig nice. Nehmt selbst an den Challenges teil und zeigt mir, dass ihr besser seid als ich. In der Videobeschreibung ist der Link zu Football Stars. Checkt es auf jeden Fall aus und ihr könnt, ich zeige euch nochmal, was ihr theoretisch, ich speichere die Challenge mal hier eben. Wenn ihr richtig gut seid, ihr könnt coole Sachen gewinnen. Hier, das ist falsch. Prämien-Shop. Ihr könnt hier beispielsweise einen Selfie-Stick gewinnen, einen Amazon-Gutschein, Kopfhörer, eine, SanDisk, Ultrafit, dazu Powerball. Das sind alles coole Sachen. Der Ball hier, den hätte ich gerne, Top-Replik. FIFA 17 könnte ein Trikotwunsch für 11.000, das ist natürlich eine Menge. Aber wenn ihr richtig gut seid, warum nicht? Beats habt ihr dann auch hier als Auswahloption. Und theoretisch auch ein iPad für 99.999, das ist schon krass. Nehmt auf jeden Fall teil. Es lohnt sich oder es kann sich richtig heftig für euch lohnen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.